Oh, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, ich bin ein bisschen lebensmüde. Komm, wir machen mal weiter hier im Kampfturm. Wir gehen mal direkt hier rein und machen einfach weiter und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir machen weiter Einzelkampf Anfängerklasse und hoffentlich kommen wir wieder einen Rang weiter. Ich mache jetzt einfach so viel weiter, bis ich irgendwie sehe, das ist unmöglich und so. Und ja, diesmal nehmen wir eine etwas andere Strategie, und zwar nehme ich folgende Pokémon mit: Solaire, Glurak und Sunny, weil ich versuche mal ein Sonnenteam hier zu machen. Warum kämpfe ich nur gegen Kinder? Dieses Pikachu-Kostüm fühle ich mich am allerwohlsten. Was immer du sagst, Elfen, das ist nicht schlecht. Solaire. So, Dürre von Solaire wird. Weißt du was? Obwohl, nee, jetzt sollte ich vielleicht nicht einsetzen. So, Eruption. Explosiv Ampf gegen Gegner Spokémon. Je höher die KP ist anders sind, desto mehr Schaden wird angerichtet. Warum nicht? Versuchen wir mal. Charm. Das senkt nur meinen Angriff. Also ja. Du hast gerade deinen Zug verplempert. Fress das! Sehr gut. Chillabell. Das war ein einfacher Kill. Nicht gut. Eruption, versuchen wir nochmal. Guten Schlag. Guten Schlag. Was? Okay. Das ist ein... Ja. Was ist das denn für ein Schwierigkeitsgrad umsteht, ey. Ditto. Halt. Eine Idee. hier. So, ja. Wandler. Und ja, du hast gerade selber geplayt. So, machen wir noch Toxin. Und ja, da war es eigentlich schon für diesen Kampf. Was war das für ein Kampf jetzt hier gerade? Was? Ja, natürlich. Du hast natürlich gewusst, dass... Das will mich aber nicht... Nee. Spezialangriff. Ja, ich wollte es nicht wirklich speziell. Na, vergiss mal nicht noch mal. So. Mein Gott. Mondgewalt. Da müssen wir uns mal noch einen Angriff aushalten. Okay. Also sagen, was ist hier los? Na, Sunny wird drauf gehen, aber das ist nicht schlimm. Müssen wir einmal Mondgewalt ein, weil warum nicht? Vielleicht denke ich ja dein Spezialangriff noch, das wäre auch gut. Nö. Muss sogar noch einen Angriff gleich raushauen können. Ja. Ja, danke. Ich etwas Glück habe, dann gehst du in der nächsten Runde schon down. Jetzt bist du schneller als ich, was? Boah. Also, ja. So. So, da du jetzt ein Pflanzen-Pokémon bist, hast du ja nicht gerade viel Glück hier gerade. Weil meine anderen Pokémon sind alle Feuer. Wie zum Beispiel dieses Glurak, das ich von Delium bekommen habe und das jetzt Flammenwurf einsetzt gegen mich. Tschüss. Ja. Okay, das war ein bisschen einfach im Vergleich zu den letzten Kämpfen. Vom Wohlfühlen allein wird man eben nicht stärker. Mit 2 GP. Ich möchte weiterkämpfen. So, welches Kind kommt denn jetzt? Warum kämpfe ich denn nur gegen Kleinkinder? Ich schlafe nicht nur im Pyjama, ich kämpfe auch im Pyjama. Okay. Smackbo. Okay. Also, die Kämpfe im letzten Rang waren ein bisschen schwieriger. Also, wenn Smackbo gegen mich ausrichten, hallo? Eruption.
Rückenwind, ja. Bist du schneller als ich? Du bist sowieso schneller als ich, weil das ist Kurtel. Ich bin irgendwie froh, dass ich aufgenommen habe, weil und scheint hier glatt zu laufen und noch ein Schillerball. Ja, und jetzt wieder roten Schlag. Ich verstehe in Schwierigkeit gerade nicht. Eruption. Ja. Eruption, Eruption. 2 oder 3 mehr. 2 oder 3 mehr. 2 oder 3 mehr. Gut. Schon mehr oder weniger gewonnen. Schlaraffel. Ja. Frustrat. Oh. Oh nein. Nochmal. Roten Schlag. Ey, was ist das? Ey, die letzten Kämpfe, die waren so knallhart, ne? Im letzten Rang und jetzt kommt so was hier. Ja, sogar überlebt. Ja. Boah. Ja, bin ich jetzt schneller. Nein. Boah. Warum? Ja, meine Eruptionen sind ausgegangen. Herzlichen Glückwunsch. Und die Sonne ist weg. Das ist schon mal kacke. Flammenwurf hier. Body Slam. Hohe Latten, hohe Verteidigung. Also, okay. So. So, wenn ich jetzt den hier mache, ne, dann überlebst du halt noch. Sollte mein Pokémon, mein Competitive Pokémon so Dynamax Bonbons geben, weil dann kriegen die mehr AP, wenn sie gedynamax sind. Wäre vielleicht nicht schlechte Idee, vor allem nicht, wenn ich hier reingehe, ne? Da wirst du jetzt wohl überleben. Deiner Brand! Und da war's für diesen Kampf. Sehr gut. Habe ich jetzt schon dran Dreier reichen oder jetzt noch einen Kampf schaffen? Ich muss bestimmt mehrere Kämpfe schaffen, ne? Jetzt eine Liste fallen lassen oder was auch immer etwa wären. Hä? Ich muss in die Haie. Gegen so weit habe ich gekämpft, ey. Oh. Das Rang 3 erreicht. Zu Feier des Rangaufstiegs bekommst du eine Belohnung. Sonderbonbon. Und 3 GP. So. So, das war einfach. Also. Versteh's nicht. So, Rangkampf. Einzelkampf. Ich würde sagen, wir machen dieses Team noch weiter. Das hat mir so gefallen, ehrlich gesagt. Boom. Boom. Und boom. Und Sunny hat natürlich Chlorophyll, wodurch sie schneller wird. Ich glaube, ich noch gar nicht erwähnen, aber ist ja irgendwie selbstverständlich oder so. Ein Erwachsener. Hier, da steht alles, was du wissen musst. Hm? Hast du einfach keine Visitenkarte? Nö, habe ich nicht. Ich bin der Champ. Mich kennt jeder. Ja, ja. Intellion. Zum Glück habe ich. Dürre. Also Wasserattacken, was ja schon mal schenken. Zum Glück habe ich ein Pflanzen-Pokémon. War gut, ist ja nur da, um die Sonne zu bringen. Praise the Sun. Wassersäulen. Oh Gott. Okay. Solarstrahl. Ha. Ich habe so wieder das Sonnenlicht. Und jetzt feiere ich es ab. Dir in die Fresse. Oh, oh Gott. Habe ich den Angriff schon mal gesehen? Der sah irgendwie so neu aus gerade. Okay. Garados. Bedrohung von Garados. Da bringt überhaupt nichts gegen mich. So, ich schieb ein bisschen Panik. Irgendeine. So, ich muss sicherstellen, dass du drauf gehst. Also setz mal Toxin ein.
und hoffen, dass du jetzt nicht irgendwie was Gefährliches kannst. Kannst du vielleicht Orkan, oh Gott. Okay, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. So, gut ist, Wasserattacken sind sehr unwahrscheinlich. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Sonne noch anhält, aber so oder so, Durak. Ja, dann machen wir den hier Luftschnell mit deiner Düse. Oder das hier, deiner, nee, das ist Step. Deswegen, ja. Der Glurak ist sogar auf Dingens hier, auf voll hochgelevelt, so in deiner Level. Man bekommt noch mehr AP und das ist Geiger Dynamax. So, da jetzt doppelt so viel AP. Boah. Hey, ist das nicht das Glurak des Champs? Ja, von mir. Nein, von Delion. Nein, von mir. So, okay, gut. Gift. Passt. Initiative steigt. Auch nicht schlecht. Boah. Mach die Beere weg, Mann. Wer gibt einen Gardos eine Beere? Donnerblitz. Ja, okay. Spezialangriff, das bringt jetzt nicht so viel. Ja, und du. Deiner Düse. Okay, cool. So, ich habe auch noch mein Ding. Das ist kein Problem. Ich kann die Sonne jederzeit bringen. Lauchzelot. Oh, deiner Düse. Macht kurz Prozess mit dir. Ich weiß, wie wenig Lauchzelot aushält. Oh mein. Okay. Okay, macht schon Spaß, ehrlich gesagt. Macht mir schon so einen Bock, ein bisschen online zu spielen. Erst nachdem ich hier so ein bisschen Erfahrungspunkte und so gesammelt habe. Oh, und der Trainer tauscht man wohl eher Liga-Karten aus, stimmt's? Ja. Möchtest du weiterkämpfen? So, muss ich jetzt immer nur zwei Kämpfe schaffen? Scheint mir ein bisschen einfach. Was? Daniro, ich habe mich schon gefragt, wann du dich zu mir durchschlagen würdest. Ich hoffe, du weißt Challenger Dele und die Ehre und gibst in diesem Kampf alles, was du hast. Pokémon Trailer Deleon. Warum? Oh nee. Der macht mich jetzt fertig. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinen Drachen-Pokémon. Ja, ich habe doch nichts dagegen. Warum taucht denn der hier auf, Mann? So, ich überlege gerade Hausbruch. Und senkt seine Verteidigung, Spezialverteidigung, aber dafür steigt Angriff, Spezial und Initiative. Hast du, du hast Überreste. Dreck. Ja, super. Das Einzige, was ich mir hoffen könnte, ist, den zu verbrennen. Ich werde es auch nicht einsetzen. Warte mal. Warte mal, ich habe Sunny und Mondgewalt. Ja, aber der macht die mit einem Schlag fertig. Wenn ich jetzt einwechsle. Ja, Flammenwurf, verbrenne ihn. Keine Ahnung. Steinagel. Ja, ich bin weg. Ja, tschüss. Obwohl Kurt Latt eine hohe Verteidigung, stimmt. Ja, Flammenwurf. Dürre. Aber das macht sogar ordentlich Schaden. Ja, oder jetzt gleich sein Geiger Dynamax Skurak oder irgendwie sowas raus. Pass auf. Da so, verbrennen bitte. Silberblick, was? Deleon. So, ich schätze mal, ich bekomme was, wenn ich den erledige, ne? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Verbrenn dich! Verbrenn dich! Verbrenn! Boah. Also, da könnte ich mir jetzt so vorstellen, weil das ist jetzt doch ein Big Deal, sag ich mal. Das ist Kampf der Champions hier. Oh Gott, das war ein Kritscher. Oder auch nicht. Was? Ah ne, der hat Silberblick eingesetzt, ja. So. Ein gegen ein. Kann ich mit leben.
Ja, blödes. Du wirst jetzt nicht mehr viel aushalten. So, Gluak. So, ich bin neben dem schneller als Gluak, aber wenn ich Glück habe und der letzten doofen Angriff ein, dann habe ich immer noch Hausbruch und versuchen wir mal. Oh nee. Der kommt natürlich damit um die Ecke. Aber ich habe da auch was gegen. Ich jetzt so eine Steinhagelattacke hätte, ne, das wäre natürlich das allerbeste. Was ich natürlich nicht ab. So. Okay, der Dynamo Wall ein oder irgendwie so was doofes kommen. Boah. Hausbruch, so jetzt pass auf. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt noch einen Angriff rein. Aber ich bezweifle es sehr stark. Weil Kuttel ist sehr langsam. So, ja, verbrennen könnte ich sowieso nicht. Solarstrahl. Keine Ahnung. Na, Dreck. So, aber mein Geiger Dynamax ist Glurak. Hat vielleicht nicht so viel Initiative hat wie du, müsste trotzdem ja dagegen ankommen. Ja, Fokus gut. Ich auch noch. So. Wenn er danach noch ein Drachen-Pokémon ankommt, habe ich noch Sunny. So, boom. Ja, ich kann eigentlich nur einsetzen. Aber ja. Kampf der Gluraks. Bonk. Also ich nehme jetzt stark an, wenn ich den besiege, dann kriege ich was, ne? Wer kommt, wer könnte denn hier noch auftauchen, ne? Ich habe schon irgendwie gedacht, dass irgendwann so bekannte Gesichter hier auftauchen vielleicht. Deswegen wollte ich auch aufnehmen über Deiner Worm. Das ist Drachen, ne? Warum setzt der Drachen? Das ist geil. Ah, Hilfe! Ich voll am Drehen. Das ist aber keine Step-Attacke. Das ist eine Step-Attacke. Jawohl. So, und das Gute ist. Oh, das ja auch. Das auch noch, genau. Und. Und du bist jetzt down. Pass auf, ja. Warte, du bist schneller als ich. Du hattest sogar Luftschnitt. Warum hast du halt nicht eingesetzt, du Idiot? Hier, frisst das. Ich habe meinen Spaß gerade. Durch den Boden auf mit dem Champ. Nein, eigentlich nicht, aber könnte sehr viel schlimmer irgendwie sein, finde ich. Durengard, wow. Oh Gott, der setzt doch jetzt bestimmt Dings ein, seinen Schutzschild. Dingens. Das geht durch. Okay. Taktikwechsel. Nö, der geht in den Angriff. Okay. Ja. Du Idiot. Du bist jetzt tot. Hier. Tot als tot. Ja, pass auf. Guck mal, wie tot du bist. Ja, habe ich mir gedacht. Ich hatte auch mal einen Duken gar nicht, weiß wie der Teil funktioniert. Okay, wir haben den Champ erledigt. Schon wieder. Der Kampf war ironischerweise einfacher als der Story-Kampf. Vielleicht hatte ich auch einfach nur das richtige Team. Ganz erwartet, Champ. Ein Kampf gegen dich ist immer etwas Besonderes. Und ja, mit deinem Sieg über mich bist du im Rang gestiegen. Ja, mir ist natürlich aufgefallen, der hat andere Klamotten und so. Ist echt eine Wucht, Daniro. Ich bin mir sicher, dass diese Anfangshürde im Kampfturm für dich und deine Pokémon kein allzu großes Hindernis sein würde. Aber werd nicht übermütig, denn der Kampfturm hat noch so einiges in petto. Das war schließlich erst der Anfang. Ja, ich möchte ja meine Lia-Karte geben. Das ist übrigens eine seltene Auflage. Du hast eine seltene Lia-Karte von Deleon. Das heißt, du sortierst die Lia-Karte in dein Album ein. Oder 2 GP. Ich bin Rang aufgestiegen, ne? Du hast die Pokéball-Klasse erreicht. So, das musste ich, glaube ich, erreichen. Zwar da jetzt rangeschließt, bekommst du eine Belohnung. So. Silberkronkorken. Handvoll mäßig Minze. Okay. Okay, ich krieg die Dinger geschenkt. Cool. Dein PC-Boxen wurde die Richterfunktion hinzugefügt. Das ist das, was ich haben wollte, glaube ich.
kannst auch sofort selbst die Musik auswählen, die bei Kämpfen im Kampf noch gespielt wird. Vielen Dank, wir hören uns bald wieder. Warte mal, wo war das? Im PC, ne? Hier ist natürlich kein PC. Warum ist hier kein PC? Oder kann ich das hier irgendwie machen? So. Das soll irgendwie sehr hilfreich sein für eine Sache. So, wenn ich jetzt wüsste, wie, ne? Wie oder was oder warum? So, ich muss aber zugeben, das lief doch besser als was ich oft hatte. Ich so der erste Kampf war irgendwie der, die ersten Begegnungen, ja, der erste Rang, der war ein bisschen der schwierigste. Wie geht denn das eigentlich? Also vielleicht hatte ich auch echt die falsche Strategie oder so. Vielleicht war dieses Sonnenteam irgendwie das, was ich vorher hätte probieren sollen. So. Was war denn nicht gerade gesagt? Da, plus. Ah. Und da kann man nämlich sehen, was die DV sind. Und DV, das sind ja... Ich weiß jetzt nicht. Wow, was? Das ist ja richtig krass. Keine Ahnung, jedes Pokémon hat so seine eigene, wow, hat so seine eigene, ich sag mal, Gene, ne? Und je größer die in einem Wert sind, zum Beispiel bei KP nicht übel, Angriff sehr gut und so, das bedeutet, die haben schon von Natur aus da irgendwie höhere Werte in diesem Wert. Und ja, je größer das ist, desto stärker letztendlich werden die Pokémon dann am Ende, ne? Und ja, immer an sensationell ist sehr gut, ne? Also besser als sehr gut. Und ja, warte mal, ich kann das doch ganz einfach checken. Sensationell, alles sensationell. Ja, der Pikachu, das man von Dings bekommen hat hier. Das sind noch Leute, die in Dings hier sind. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall immer nachgucken, wenn ich Pokémon fange, was die Werte von dem Ding sind. Ob das alles sensationell oder so ist, aber allein so ein Ding zu finden, das ist schon sehr schwer. Und ja, werde ich mich nicht drauf irgendwie konzentrieren, aber ich finde es ist gut, das wenigstens zu haben, so, weiß nicht, diese Funktion. Und ja, wir machen noch, ich will mal so einen Doppelkampf machen. Aber ich werde höchstwahrscheinlich das jetzt hier alles so offscreen machen, ja, so. Würde ich auch vorstellen, wie das hier abläuft, oder soll ich das mal irgendwo aufnehmen? Immer ich wünschte, ich könnte das machen, ohne dass mein Rang aufsteigt, weil dann würde ich das immer wieder machen und dann irgendwann, wenn ich Bock habe, einen Rang irgendwie aufzusteigen, dann würde ich euch immer da reinholen. Aber oh, cool, ich kann so eine Musik hier auswählen. So, da würde ich euch immer hier so reinholen, so im Sinne von, ja, guck mal, ich kann jetzt den Rang und so schaffen, aber im Moment ist das ein bisschen doof geregelt, finde ich. Aber ich kann ja immer wieder vor jedem Rang speichern. Also das Spiel scheint ja irgendwie nicht zu speichern zu wollen, ne? Bevor ich hier in so ein Ding reingehe, ne? Also könnte ich auch theoretisch. Hier könnte ich Solarschwall beibringen. Also ich könnte ja theoretisch in den Kampf reingehen und dann ja, lernen wir nicht mal. Und dann könnte ich ja super, gebe ich den jetzt hier. Ich könnte theoretisch in so, bevor ich den Kampf machen, ja, speichern, und wenn ich sehe, ja, nach einem Rangaufstieg bekomme ich irgendwas Schönes, dann versuche ich da dann noch mal während der Aufnahme zu machen. Was ist natürlich dann ein bisschen bitter, wenn ich das einmal geschafft habe, das ist natürlich am besten. Aber ja, so, solange jetzt ja auch nichts irgendwie so passiert oder so, ist das jetzt auch nicht so wichtig, ne, finde ich jetzt. So, man kann die Musik einstellen, ne? Hopp, hopp.
Der Checkern von Mary, das ist eins meiner Lieblingslieder. Da habe ich sogar meinen MP3-Player und so. Finde ich richtig nett. So. Wir nehmen wieder Solaire, der bringt die Sonne. Dann bringen wir Sunny, Glurak und Wüstengeist. Zerstörer aller Träume hat leider nicht gepasst. Weil Wüstengeist ist eine Anlehnung an den Pokédex-Eintrag von ihnen. Angeblich soll Libeldra ein Wüstengeist auch heißen unter einigen Leuten. Sieht aber stark aus, mir das wird doch bestimmt nicht. Jetzt aber Mary hier in meinem Hintergrund, sehr cool. Sendlung und Satu. Oh, ich liebe dieses Lied. Ja, Mondgewalt. Wäre gut gegen. So, alles andere ist ehrlich gesagt, wow. Eigentlich gar keine Chance gegen natürlich. Ist ein bisschen doof hier. Obwohl. Oh, cool. So, Mondgewalt gegen dich. Mondgewalt. Geheimnisvoll, so gleich so wie der Mond. Also so wie ich da verstehe, muss ich mal noch zwei Kämpfe. Wutausbruch. Gewinnen oder was? Meinen Rang aufzusteigen, das ist sehr einfach. Wenn ich so an X und Y und so zurückdenke, da war ja ganz anderes Kaliber. Gott. Das ist nicht so. Ja, und Sunny kommt sehr viel Initiative durch das Sonnenlicht, also so. Ja, okay, ist gut. Ja, das Ding kriegen wir aber down. Eruption. Zurückgriff hat nicht auf meine eigenen Pokémon. Oh Gott. Oh ja, Rückenwind. Oh nee. Oh, das heißt, hat Drachen-Pokémon überlebt. Ist mir denn doof. Du hast mich verfehlt. Du Nob, du hier bist das. Ja, wenigstens Satu erledigt. Doppelkämpfe fand ich schon immer irgendwie einfacher in so Kampfturm-Dingern. Weiß nicht. Weiß gar nicht wieso. Also die Kombination, die man irgendwie machen kann, die sind irgendwie, weiß nicht. Ja. Ich will am liebsten Glurak und Libeldra gleichzeitig draußen haben, weil dann kann Libeldra nämlich Erdbeben einsetzen. So, ihr wisst jetzt, was als nächstes kommt, ne? So. So, wen will ich denn lieber kaputt hauen? Die Sendung wird ja wohl drauf gehen durch Dings, ne? Das heißt hier Gengar. Glück hab, nee, ich glaube, Glurak ist nicht schneller als Gengar. Auch nicht, wenn es geschwindigkeitstrainiert ist, oder? Ich mal gucken, ob ich die Musik hochstellen kann. Ich finde irgendwie voll leise. Wow, ehrlich. Was? Das war Schutzschild eigentlich. Okay. Ich konnte den Angriff nicht abwehren oder halt Schaden stand da. So, Eruption macht das Ding platt. Das hat sie abgewehrt. Das macht doch gar keinen Sinn, ey. Der große Angriff sollte doch diesen Schild weggeboostet haben, theoretisch, ne? Ne? Flammenattacken, der Attacken, Gigafeuerflug. Oh wow, du bist sowas von tot. Also hat von allen Pokémon cool die ganze Zeit nur am Überleben ist. Ey. Auch muss ich ja sagen.
ja, jetzt vielleicht hier rein, weil der Pokémon noch war. Also ich tue hier voll Trash Talken, dabei ist das hier irgendwie computergesteuerter Gegner. Sobald ich irgendwie online versuche, irgendwie und zu reichen, kriege ich auf die Fresse. Wie gesagt, ich bin schon gewöhnt, irgendwie das solche. Wow, oh, sehr gut, sehr gut. Ich bin schon gewohnt, dass irgendwie solche Kampfzonen, Türme, Dinger, was auch immer, normalerweise sehr viel schwieriger sind. Also bin ich mal froh, dass ich hier mal was reißen kann. Ey. Ich wusste schon, dass das nichts wird. Dennoch hast du es versucht. So, diese Dinger werde ich offscreen jetzt wie blöde machen, ne? Einfach nur um GP zu bekommen. Wollen wir doch mal sehen, wer von uns die niedlicheren Pokémon hat. Schülerin Judith. Allein hat man die Musik schon ändern kann, das ist ja schon mal richtig gut. So, Galagladi, du wirst ja wohl kaputt gehen mit Einschlag. Galagladi hält nicht so viel aus. Oh, das ging links sehr effektiv, ne? Weißt du was? Einfach nur, weil ich ein bisschen Angst habe. Aber da wird es wahrscheinlich auch nicht reichen, ne? Aurasphäre. Okay. Reflektor, ich greife nicht normal an, also ja. Gut nach. Ja gut. Finde ich gut, dass wir hier Dinge zeigen können. Oh, du bist sowas von tot. Dass wir hier sehr viel ich glaube, ich mache mal Gigasauger lieber, um die HP wieder zu holen. Ich habe ja auch noch Großwurzel. Ja, fast voll geil. Sehr gut. Tarnscheine. Ein bisschen zu spät für dich. Fällt gerade auf. Zyto Mega habe ich doch noch gar nicht gesehen. In diesem Spiel. Den gibt es nämlich nur ein Schild zu fangen. So. Ja, ach ja, Eruption hat, verliert ja an Schwäche, wenn die AP runtergehen, ne? So, nehme ich jetzt mal an, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. So, wer ist ein gefährlicher? Lepomentas oder Zyto Mega? Warte, ich mach den hier und gegen dich mache ich den hier. Ja, wohl reichen, oder? Oh. Praise the Sun. Boom. Der Angriff aussieht, er sieht voll krass aus, ey. Wie so ein Kamehameha. Erdkräfte. Oh. Na gut, den Kampf haben wir trotzdem in der Tasche. Solarstrahl, ja. Oh nee. Warte mal, den hat den können wir locker. Ah, Tarnsteine. Ja, das Ding kann ich theoretisch gar nicht verlieren. Weil hier deswegen. Also ja, da wird mich nicht kaputt hauen. Ja, ich glaube, das Ding hat zwar Bodyguard und so, aber dafür müsste es erstmal schneller sein, ne? So. Gut. Ja, ja. Und ja, Spiegelcape, ne. Tut mir leid, aber ich riskiere nichts gegen dich. So, du hast auch irgendwie. Mm-mm.
Also das ist halt Gigafeuerflug, hat ja auch irgendwie so auf Dauerschaden macht. So, und ja. Worst Case Szenario: Das Ding setzt Spiegelcape gegen Sunny ein. Sunny ist weg. Greift mit die Beldra an. Das Ding setzt Konter ein, weil ich eine physische Angriff habe. Und wir verlieren. Und ja, da gehe ich kein Risiko ein. Also, ich bleibe jetzt hier die ganze Zeit Toxin, bis das Ding irgendwie durch Gift verreckt. So, ich Glück habe, geht das Ding schon drauf. Also, ja. Jetzt macht das Spiegelcape. Was war denn jetzt? Ehrlich, Zitrobeere? Vielleicht? Ja, ja. Mhm. Zugabe. Warum? Willst du dich nochmal Gigafeuerflug einsetzen? Okay. Ja, ja. Ja, sicher wird mein Spaß haben, GP zu farmen. Aber warum nicht, ne? Kämpfe machen Bock. Also warum nicht? Und ja, falls wirklich irgendwie was passiert nach einem Rangaufstieg, dann schalte ich euch wieder ein. Irgendwie muss ich dann halt noch mal on screen gewinnen. Das ist natürlich wieder so ein Nachteil. Dafür sind meine Lieblinge unschlagbar lieblich. Dahin kommst du nie an. Aber ich kann brauche immer noch zwei Kämpfe gewinnen. Das ist irgendwie sehr einfach. Und 3 GP. Ja, dann würde ich auch wahrscheinlich gucken, ob ich irgendwie so EV-Trainingsbänder und so mal holen kann, um das Training zu beschleunigen, weil das dauert alles so ewig, ne? Hm. Oder wenigstens so ein Fähigkeitskapsel. Ich weiß auch nicht, was ich mir alles hole, aber mal schauen. So, wir fällt gerade ein, wir haben eine Liga-Karte bekommen von Deleon. So, oh hi, bist du denn? Ach, das ist ein Online-Spieler. Was haben wir Dings irgendwann hier getauscht? Irgendwann mal da, boom. Seit der Champ wurde, war es Deleons Traum, den Trainer von Galar, die allerbesten zu malen. Um den Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen, baute er den Rosé-Tor zum Kampfturm um. Eine Einrichtung, der sich alles um Pokémon-Kämpfe dreht. Man erzählt sich, dass Deleon jetzt noch lebhafter wirkt als zu seiner Zeit als Champ. Ihm gefällt am Kampfturm offenbar auch, dass man sich dort nicht verlaufen kann. Kopfzerbrechen bereitet ihm jedoch die Suche nach einer Alternative für seinen Standardspruch. It's Champ Time. It's Deleon Time. Was weiß ich. Okay. So, ich habe so das Gefühl, dass ich von den anderen Charakteren auch dann jetzt irgendwann Dings bekommen kann, ne? Wenn ich von denen eine seltene bekommen habe. Nur wie kriege ich die? Das ist wieder die Frage, ne? Gut. Alles klar, wir haben Rang 4 und Rang 2 erreicht in zwei Dingen. Das ist nicht schlecht. Ich weiß, wenn ich am Maximum ist. Pokéball-Klasse, wenn ich meine, es geht hoch bis Meisterball, ne? Und ja, gut, man war sehr erfolgreich heute. Ich hätte jetzt nicht mit so viel Erfolg gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Passiert hier irgendwas? Nein, okay. Aber ich bin trotzdem froh. Ich gucke, ob ich jetzt mal ein paar GP zusammenfahren kann, ob ich irgendwas Schönes damit kaufen kann und so. Suche mir gerade raus, wo ich mich heile, ist eigentlich vollkommen egal. Und ich brauche mich doch gar nicht heilen, glaube ich. Und ja, in dem Sinne sage ich dann, ich weiß noch nicht, was im nächsten Part passieren wird. Wir sollten mal vielleicht irgendwann legendär Pokémon hier fangen, ne? Also das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Habe ich jetzt Zito Mega überhaupt? Ich glaube, das habe ich sogar bekommen. So, die beiden fehlen noch. Einige, mir fehlen nur noch sehr wenige Pokémon. Mir fehlen noch 10 Pokémon, die ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, was hier noch fehlt. Oder hier doch, hey, das ist halt ein Ding, was wir gesehen haben. Ja, ne, ich werde wahrscheinlich auch Dings hier machen. Dieses Champ-Turnier einfach nur um zu gucken, ob ich irgendwie die letzten Pokémon hier finden kann. So
der Pokédex Eintrag wäre vielleicht auch eine Idee. Luna Stein fehlt mir noch. Da sein Long. Ja, natürlich. Also eine Affe noch, ne? Sonst fehlt mir eigentlich nicht mehr so viel. Hier diesen Geier, den muss ich irgendwann mal noch hintauschen. Ich weiß halt, ich habe keine Ahnung, wie ich an diese Entwicklungen hier rankommen soll. Da muss ich mal jemanden fragen, ob der mir irgendwie tauschen kann. Okay, die Dinger, die man in Kampfturm begegnet, die werden nicht im Pokédex eingetragen. Das war, glaube ich, schon immer so, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, diese Alternativentwicklung von dem Teil kriege ich auch nicht in dem Spiel. Brauche ich einen Apfel, den ich nicht in diesem Spiel bekomme. Das andere haben wir hier. Blablabla. So, an dem Pflanzenstarter brauche ich auch noch. Ich habe schon voll viele Wasser- und Feuerstarter per Zaubertausch bekommen, aber ich habe noch keinen Pflanzenstarter bekommen. Ich bin irgendwie der Meinung, dass irgendwie niemand den Pflanzenstarter hat. Also ja, das ist irgendwie komisch. Gut. Jedenfalls, in dem Sinne sage ich dann, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder weiter. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Pokémon Schwert, was auch immer wir dann machen werden. Vielleicht fangen wir mal legendäre Pokémon, keine Ahnung. Ja, gut. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.